Der Bokap-Sparagraf steht seit dem Strafrechtsänderungsgesetz 2015 in Paragraf 218 Absatz 1a im österreichischen Strafgesetzbuch. Er lautet: Wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordneten Körperstelle in ihrer Würde verletzt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten oder mit einer Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Zu einer Bestrafung benötigen wir also 3 Tatbestandsmerkmale. Das ist zum einen die intensive Berührung, zum anderen die Körperstelle, die der Geschlechtssphäre zuzuordnen ist, und zum anderen eine Würdeverletzung der Person. Die intensive Berührung, das ist eben mehr als ein bloßes Streicheln oder Anstreifen, das ist ein Zugreifen, ein Grapschen. Die Körperstelle, die der Geschlechtssphäre zuzuordnen ist, das ist laut Erläuterungen der Regierung zumindest das Gesäß, die beiden Oberschenkel. Wir wissen aber nicht, inwieweit die Hüfte, die beiden Schultern, der Nacken, Mund, Ohren davon umfasst sind. Laut Professor Schmoller konstituiert ein Streicheln durch die Haare wohl eben keine sexuelle Belästigung, da eben die Haare keine der Geschlechtssphäre zuzuordnende Körperstelle sind. Drittes Tatbestandsmerkmal, das ist die Würdeverletzung. Eine solche liegt auf alle Fälle vor, wenn jemand von hinten, ohne mit der Person vorher gesprochen zu haben, einfach auf das Gesäß intensiv greift. Jedoch wird bei tanzbedingten intensiveren Berührungen keine Würdeverletzung natürlich vorliegen, auch bei Umarmungen oder zum Beispiel laut Professor Hinterhofer nach einem langen Flirt, wenn dann jemand mit der Hand den Oberschenkel berührt, dann wird wahrscheinlich auch eben keine Würdeverletzung vorliegen. Viel größere Probleme ergeben sich aber woanders. Der Täter muss auch immer Wissen und Wollen hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale aufweisen. Das heißt, wenn er es nicht ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dass eine Würdeverletzung durch seine Berührung stattgefunden hat, dann kann er auch nicht bestraft werden. Wenn er zum Beispiel glaubt, sie oder er wollte, dass sie oder er angefasst wurde, dann kann er eben nicht bestraft werden. Das viel, viel größere Problem ist aber die Beweisfrage. Wenn es Publikum gibt, dann ist ohnehin die Beleidigung nach § 115 Strafgesetzbuch einschlägig ohne Publikum, steht Aussage gegen Aussage. Es wird oft mangels Beweise eingestellt, wenn keine weiteren Beweise vorliegen. Und wenn es zu einer Hauptverhandlung kommt, dann wird oft freigesprochen, da eben im Zweifel für den Beschuldigten gilt. Das ist ein Grundsatz, der eben dazu führen soll, dass eine bloße Anschuldigung nicht sofort zu einer Verurteilung automatisch führt. Das ist im Wesentlichen der Grund, wieso die meisten Sexualstrafdelikte nicht zu einer Verurteilung führen oder eben gar eingestellt werden. Ein sehr, sehr traumatisierender Prozess für viele, viele Opfer und auch wesentlicher Grund, wieso trotz hoher Strafdrohungen im Sexualstrafrecht keine wirklich wirksame Abhilfe hier für die Opfer von sexualisierten Übergriffen gegeben ist.